Willkommen zurück, Leute, bei Super Mario 3D Land. Habt ihr gesehen, im letzten Part am Ende, wie ich die Sternmünze bekommen habe? Haha, das war der perfekte Run des Levels, ich schwöre. Hallo, Toddy. Danke, ich hab dich so lieb. Tschüss. Man muss schon sagen, Luigi ist sehr viel netter zu den Tods als Mario. So. Aha, aha, ein Kamek Land. Naja, gut, was soll uns schon passieren? Wir haben den Tanuki. Wenn ich es mir gerade so recht überlege, hätte ich vielleicht... vielleicht den Tanuki aufheben sollen. What the fuck? Woran bin ich denn jetzt gestorben, bitte? Ja. La 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 la. Tötet mich der auf Anhieb, der blöde Kamek? Quatsch, das hat er doch noch nie gemacht. Hör auf! Ich will erstmal in die andere Richtung. Ja, das dachte ich mir nämlich. Zeit? Zeit! Shit. Ich bin gesprungen. Och Gott, das kann ja lustig werden. Ich bin gesprungen. Er springt nie, wenn ich drück. Irgendwann filme ich mal, wie ich meine Hände bewege. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ein blöder Typ. Ob wir bis zum Ende des Let's Plays 5 Leben behalten können? Also. Tja, und jetzt? Ach, das versinkt ganz! Na, wenn's weiter nichts ist! Tja, da habe ich eh schon viel zu viel Zeit verloren jetzt. Durch diese blöde Spielerei. Ach, Gott. Tschüss, Kume, Dings, Knochenkuba. Wie bist du nochmal? Ich hab's vergessen. Oh, das war gar nicht bei dir. Nee, andere Richtung. Nein, Luigi! Boah, Kamek, Alter, du nervst. Hauptsache, ich überlebe diesen ganzen Scheiß hier. Nein! Oh. Nein! Oh, wie soll man die denn kriegen? Ohne Tanuki. Ha 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 ha
ich bin zu voreilig. Ich bin zu hastig. Zu hastig. Wir schaffen das nie mit dem ganzen Leben. Aber ich wollte mal gucken, was hier drin ist. Somit wäre auch geklärt, wie man an die Sternmünze kommt. Luigi, jetzt dreh das doch endlich! Gott, oh Gott. Nein, die Zeit brauche ich. Mizi, lenk mich nicht ab. Mizi, ich kann jetzt nicht. Wenn du dich jetzt auf mein Mikro legst und es mutest, bin nicht ich schuld. Das schaffe ich doch nie. Weiter, keine Zeit. Egal. Nein! Ach, egal. Ich muss ins Ziel. Ach, Miet. Du bist ja lieb. Was ist das hier? Ich würde vorschlagen, ich hole die Sternmünze am Ende des Parts und blende es ein. Ihr seid es ja gewohnt. Ich finde das ganz und gar nicht lustig. Vor allem nicht hier. Was? Okay. Wie viel Zeit? 300 Sekunden. Na. Mist. Oh Gott. Spring. Was, echt? Du verfolgst mich sogar hier noch? Geh weg. Geh echt weg, okay? Oh. Wie lange verfolgst du mich denn? Okay, aber wir haben es geschafft und wir haben alle Sternmünzen. Naja, also. Können wir das letzte Level denn jetzt öffnen ohne die fehlende Sternmünze? Können wir halt echt, ne? Verrückt. Ja, aber eigentlich will ich schon erst die Sternmütze holen. Na gut, dann holen wir die halt eben. Wir haben ja jetzt ein bisschen
Brauchen wir nicht. Die Steinmütze haben wir ja jetzt schließlich schon. Es ist eh immer, finde ich. Ohne die Sternmützen ist alles so viel leichter. Nee, andere Richtung. Da lang. Da lang, da lang, da lang. Kannst du mich lassen, Kamek? Also echt so eine Frechheit. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ach, oder ich sammle die Dinger gar nicht ein. Pff, ich meine, was soll's? Oh Mann. Das Ding ist so dumm. Fahr doch. Wir haben noch keine Zeit. Gut, oder? Das hättet ihr nicht so gut gekonnt. Oh Gott, ihr habt sie wahrscheinlich schon beim ersten Mal mit dem Bumerang-Bruder mitgenommen, weil ihr den gar nicht erst verloren hättet, so wie ich. Ach ja, egal. Gut, dann haben wir alle Sternmünze gehört zum Boss. Aber doch nicht jetzt. Das ist der Part wohl ein paar Minuten zu kurz. Aber wir sollen eine Pause einlegen. Deshalb machen wir das auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüsselchen.